War einmal eine Zopfgeschichte. Der gute Herr Herbert hatte gerade das letzte Päckchen Mehl im ganzen Land gekauft und war auf dem Weg nach Hause. Jo, Digga, hab ein Kilo Mehl gekauft! Doch sein böswilliger Nachbar, Herr Friedbert, erfuhr das und machte sich so schnell er konnte auf den Weg. Mit einem Ruck sprang Friedbert hinter dem Kompost hervor und stieß Herbert samt seinem noblen Drahtesel zu Boden. Friedrich nahm schnell das Päckchen Mehl und machte sich aus dem Staub nach Hause, um einen schmackhaften Zopf zu backen, währenddessen Herberts Freude der Vergangenheit angehörte. Sehr fein. Oh. Oh, auch sehr fein. So lebten sie glücklich bis ans... Nein, es ging noch weiter. Turn down for what?
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann jausen sie noch heute.